Herr Kommissar spricht da, was kann ich für Sie tun? Einen Moment. Ja? Alles klar. Wieder an. Also, wo ist das? Alles klar. So. Bruder, darf ich bitte mitkommen? Ist das dein Ernst, Mann? Wie oft habe ich dir gesagt, Mann? Wie oft? Das ist kein Spaß, Mann. Hör auf damit. Bruder, bitte. Ich will das auch mal testen. Wie oft soll ich dir noch sagen, Mann? Es ist einfach viel zu gefährlich für dich. Wenn du rausgehst und du denkst, du bist safe, wenn du irgendwen abknallst, Mann, das ist nicht lustig. Wenn, dann geht's darum, es muss ernst sein, aber es ist einfach viel zu gefährlich, Mann. Kapier das endlich. Ja, okay. Da haben wir doch gleich etwas, ah? Wichtiger Hinweis sicher. Okay, das nehme ich mal gleich mit. Oh, Scheiße. Ja, bitteschön. Ich versuche gerade etwas zu lösen. Ja, komme ich dann. Ja, Dankeschön. Wiederhören. Uhr. St. Peterstadt. Alles klar. So. Werde sie bewerben, Bruder. Ich werde sie bewerben, Bruder. Gazabımız ona ziyan ya Rahman.
Verdammt! Wenigstens habe ich mir den Ort gemerkt. 18 Uhr. Na, sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Den Bruder eines Helden. Jetzt bin ich auch ein Held. Ach ja, nur weil deine Waffe in der Hand hältst, fühlst du dich schon so heldenhaft? Halt die Klappe, jetzt sag Lebewohl zu dieser Welt. Wenn du mich abknallst, dann stirbst du auch. Guck mal auf deine Brust. Gib die Waffe weg und hör mir erstmal zu. Dann kannst du weiterhin deine Entscheidung treffen. Entscheidung? Welche Entscheidung? Okay, hör mir jetzt gut zu. Dein Bruder und ich waren damals sehr gute Freunde. Bis er etwas tat, was ich ihm nie verzeihen konnte. Was hat er denn getan? Er hat dir sicherlich erzählt, dass eure Mutter durch einen Autounfall ihr Leben verlor, richtig? Ja, aber was hat es hiermit zu tun? Das stimmt nicht, er musste dich anlügen. Was? Wen willst du hier verarschen? Glaub, was du willst, aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass du die Wahrheit erfährst. Wie auch immer, deinem Bruder wurden damals 30.000 Euro angeboten. Was er immerhin sowieso gebraucht hätte, weil er finanziell ziemlich am Arsch war. Dein Bruder war jung und naiv und nahm das Angebot an. Er brachte deine Mutter mit ein paar Messerstichen um und kam davon. Er bekam das Geld, kurz daraufhin stand die Polizei vor seinen Tür und nahm ihn mit. Er hat dir das nie erzählt, weil er wusste, du würdest ihm das nie verzeihen. Ich bin ziemlich geschockt. Wie geht das? Warum? Aus diesem Grund ist er auf der Suche nach mir. Ich bin der Letzte, der die Wahrheit seiner Vergangenheit kennt. Dorn, wo bist du nur? Ja? Mhm. Okay, also habt ihr den Drogendealer sofort geortet. Okay, super. Danke nochmal. So, Drogendealer. Ich komme. Hast du nun?
Endo! Endo! Garantiere dir, heute ist der letzte Tag, an dem du dich frei fühlen wirst. Das wirst du sehen. Ich habe auf dich gewartet. Für die letzte Nacht wirst du es mir büßen, weißt du das? Mit diesem scheiß Terminator, den du mir angetan hast. Jetzt bist du dran. Ich kill dich, Mann. Das mit meinen bloßen Händen, du Wichser. Thank you.
jetzt ist es vorbei, Mann. Ich hab's dir gesagt. Was ist denn mit dir los? Hau die Waffe weg! Ich kenne jetzt die Wahrheit. Welche Wahrheit? Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber ich glaube, jemand hat dich richtig verarscht. Wieso hast du mich jahrelang angelogen? Wovon redest du? Ich war immer ehrlich zu dir, Mann. Gib die Waffe runter, sonst schieße ich. Ist das dein Ernst, Bruder? Du ziehst die Waffe entgegen? Obwohl ich dein Bruder bin und da der Feind liegt? Ist das dein fucking Ernst, Mann? Okay, Bruder, ich gebe die Waffe runter. Du hast unsere Mutter getötet! Was? Stimmst du? Wer hat dir so einen Scheiß erzählt, Mann? Spinnst du, Mann? Ja. Der Drogendealer? Du bist echt verrückt geworden, Mann. Wenn ich zurück bin, klären wir das. Sage lebewohl, mein Freund. Kommissar Uno spricht da. Ich bitte euch einen Rettungswagen bitte in die St. Peterstadt. Dankeschön. Zwar hast du eine große Scheiße gebaut, aber letztendlich hast du mein Leben gerettet. Und das macht es nicht zu einem Zweifel. Nichtsdestotrotz, das Leben geht weiter. Und ich hoffe, wir werden alles überstehen. Und nächstes Mal, glaub nicht irgendeinem Fixer auf der Straße. Hast du mich verstanden? Sehr gut.